Lektion 193 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Alle Dinge sind Lektionen, die Gott mich lernen lassen möchte. Gott kennt kein Lernen und doch dehnt sich sein Wille insofern auf das aus, was er nicht versteht, als er will, dass das Glück, welches sein Sohn von ihm geerbt hat, ungestört sei, dass es ewig sei und an Ausmaß immer weiter wachse, dass es sich erweitere auf ewig in der Freude voller Schöpfung, auf ewig offen und gänzlich grenzenlos in ihm. Das ist sein Wille, und so stellt sein Wille die Mittel zur Verfügung, um dafür zu bürgen, dass er geschehe. Gott sieht keine Widersprüche, sein Sohn jedoch glaubt, sie zu sehen. Deshalb braucht er einen, der seine irrige Sicht berichtigen und ihm die Schau verleihen kann, die ihn dahin zurückführt, wo die Wahrnehmung aufhört. Gott nimmt überhaupt nicht wahr. Dennoch ist er es, der die Mittel gibt, durch welche die Wahrnehmung wahr und schön genug gemacht wird, damit das Licht des Himmels auf sie leuchte. Er ist es, der Antwort gibt auf das, dem sein Sohn widerspricht und der dessen Sündenlosigkeit auf ewig sicher bewahrt. Dies sind die Lektionen, von denen Gott möchte, dass du sie lernst. Sein Wille spiegelt sie alle wider und sie spiegeln seine liebende Güte für den Sohn, den er liebt. Jede Lektion hat einen zentralen Gedanken, der in allen derselbe ist. Nur die Form verändert sich mit verschiedenen Umständen und Ereignissen, mit verschiedenen Charakteren und verschiedenen Themen, die augenscheinlich sind und doch nicht wirklich. In ihrem grundlegenden Inhalt sind sie dasselbe. Es ist dieser. Vergib und du wirst dieses anders sehen. Sicher ist, dass alle Not nicht so erscheint, als sei sie einzig Nichtvergebung. Das aber ist der Inhalt hinter der Form. Diese Gleichheit ist es, die das Lernen sicher macht, weil die Lektion so einfach ist, dass sie am Ende nicht zurückgewiesen werden kann. Niemand kann sich ewig vor einer Wahrheit verstecken, die so offensichtlich ist, dass sie in ungezählten Formen erscheint und dabei ebenso leicht in ihnen allen wieder zu erkennen ist, wenn man die einfache Lektion darin nur sehen will. Vergib und du wirst dies anders sehen. Dies sind die Worte, die der Heilige Geist in all deiner Drangsal, all deinem Schmerz und allem Leid spricht, ungeachtet dessen Form. Dies sind die Worte, mit denen die Versuchung endet und die Schuld, nun aufgegeben, nicht mehr verehrt wird. Das sind die Worte, die dem Traum der Sünde ein Ende setzen und den Geist von Angst befreien. Dies sind die Worte, durch welche die Erlösung zu aller Welt kommt. Sollen wir denn nicht lernen, diese Worte zu sagen, wenn wir versucht sind zu glauben, dass Schmerz wirklich ist und wir uns für den Tod entschieden, statt für das Leben? Sollen wir nicht lernen, diese Worte zu sagen, wenn wir ihre Macht verstanden haben, jeden Geist aus der Knechtschaft zu befreien? Dies sind Worte, die dir Macht über alle Ereignisse geben, denen scheinbar Macht über dich gegeben ist. Du siehst sie richtig, wenn du dir dieser Worte voll und ganz bewusst bleibst und nicht vergisst, dass diese Worte für alles gelten, was du siehst oder was irgendein Bruder verkehrt betrachtet. Wie kannst du wissen, wenn du etwas falsch siehst oder es einem anderen nicht gelingt, die Lektion wahrzunehmen, die er lernen sollte? Scheint der Schmerz in der Wahrnehmung wirklich zu sein? Wenn ja, dann kannst du sicher sein, dass die Lektion nicht gelernt ist. Und da ist Nichtvergebung noch in dem Geist versteckt, der den Schmerz mit Augen sieht, welche der Geist lenkt. Gott möchte nicht, dass du leidest. Er möchte dir helfen, dir selbst zu vergeben. Sein Sohn erinnert sich nicht, wer er ist. Und Gott möchte, dass seine Liebe nicht vergisst und all die Gaben, die seine Liebe mit sich bringt. Möchtest du jetzt auf deine eigene Erlösung verzichten? Möchtest du es unterlassen, die einfachen Lektionen zu lernen, die der Lehrer des Himmels dir vorlegt, damit aller Schmerz verschwinden und Gott von seinem Sohn erinnert werden möge? Alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass du sie lernst. Er möchte keinen unversöhnlichen Gedanken ohne Berichtigung lassen,
auch keine Nagel oder Dorn, der seinen heiligen Sohn in irgendeiner Weise verletzen könnte. Er möchte sicherstellen, dass seine heilige Ruhe ungestört und heiter bleibe, sorgenfrei in einem ewigen Zuhause, das für ihn sorgt. Und er möchte, dass alle Tränen abgewischt werden und weder eine bleibt, die unvergossen ist, noch eine, die nur darauf wartet, zu ihr bestimmten Zeit zu fallen. Denn Gott wollte, dass das Lachen eine jede ersetzen und dass sein Sohn wieder frei sein solle. Wir wollen heute versuchen, 1000 scheinbare Hindernisse für den Frieden in nur einem Tag zu überwinden. Lass die Barmherzigkeit schneller zu dir kommen. Versuche nicht, sie noch einen Tag, noch eine Minute oder noch einen Augenblick länger abzuwehren. Dafür wurde die Zeit gemacht. Verwende sie heute für das, was ihr Sinn und Zweck ist. Widme am Morgen und am Abend so viel Zeit, wie du kannst, dem, ihren eigentlichen Ziel zu dienen, und lass die Zeit nicht kürzer sein, als es deinem tief innersten Bedürfnis entspricht. Gib alles, was du kannst, und gib ein wenig mehr, denn jetzt wollen wir uns geschwind aufmachen und zum Haus unseres Vaters gehen. Wir sind zu lange fort gewesen und wollen hier nicht länger mehr verweilen. Während wir üben, lass uns auch an alle Dinge denken, die wir aufgespart hatten, um sie allein zu regeln und die wir von der Heilung ferngehalten haben. Wir wollen sie alle ihm übergeben, der weiß, auf welche Weise er sie sehen muss, damit sie verschwinden. Wahrheit ist seine Botschaft, Wahrheit seine Lehre. Sein sind die Lektionen, von denen Gott möchte, dass wir sie lernen. Verbringe heute und in den kommenden Tagen jede Stunde ein wenig Zeit damit, die Lektion der Vergebung in der für den jeweiligen Tag festgesetzten Form zu üben. Versuche auch, sie auf die Geschehnisse anzuwenden, die die Stunde brachte, damit die nächste frei von der vorausgegangenen sei. Die Ketten der Zeit werden auf diese Weise leicht gelöst. Lass keine Stunde ihren Schatten auf die folgende werfen, und wenn diese vorbeigegangen ist, lass alles, was in ihrem Verlauf geschah, mit ihr gehen. So wirst du ungebunden bleiben in ewigen Frieden in der Welt der Zeit. Das ist die Lektion, von der Gott möchte, dass du sie lernst. Es gibt einen Weg, auf alles so zu schauen, dass es zu einem weiteren Schritt zu ihm hin wird und zur Erlösung der Welt. Antworte auf alles, was von Schrecken kündet, auf diese Weise. Ich will vergeben und dieses wird verschwinden. Jede Befürchtung, jeder Sorge und jeder Form des Leidens gegenüber, wiederhole eben diese Worte. Und dann hältst du den Schlüssel in Händen, der des Himmels Pforte öffnet und die Liebe Gottes, des Vaters endlich auf die Erde niederbringt, um sie zum Himmel emporzuheben. Gott wird diesen letzten Schritt selber tun. Verweigere die kleinen Schritte nicht, die er dich bittet, auf ihn zuzugehen.